Hi, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute gibt es mal ein Review von mir über ein wirklich günstiges Smartphone. Und zwar ist es der chinesische Hersteller Dugi, der einer der größten Hersteller auf dem chinesischen Markt ist und auch auf immer mehr Märkten weltweit kommt. Und zwar ist es das X5, also ein ganz, ganz einfaches Smartphone. So sieht es auch aus. Also es ist sehr einfach gehalten. Es ist von der Verarbeitung eher so eins wie der, ja, wie die ersten Smartphones. Ihr seht, es hat hier hinten so einen Cover, den man einfach so runter machen kann wie früher. Aber hier hinter verbergen sich zum Beispiel zwei SIM-Karten-Slots. Ihr könnt eine separate Speicherkarte reinmachen. Die braucht ihr auch, weil der Speicher vom Handy ist nicht sehr groß. Es hat einen 8 GB Speicher. Da passt also nicht so viel drauf. 5 Zoll Display. Akku ist 2400 mAh und hält echt erschreckend lange. Kamera ist sehr einfach. Es ist eine interpolierte 8 Megapixel Kamera. Sie ist okay bei guten Lichtverhältnissen, aber ihr dürft da keine Wunder von erwarten. Ich sag mal, um Beweisfotos oder sowas zu machen, ist sie ideal für ins Auto zu legen. Aber wenn ihr da jetzt wirklich schöne Urlaubsfotos mitmachen möchtet, dann müsst ihr wirklich Glück haben. Was ist noch dabei? Also es ist dabei noch in der Box ein Ladegerät und noch zwei andere andersfarbene Rückcover, was ja auch mal ganz cool ist. Die Displayfolie ist direkt schon auf dem Gerät drauf gewesen und es läuft Android 6.0 drauf und es läuft auch, wie ich finde, flüssig. Es ist natürlich nicht so schnell wie ein Samsung S8 oder sonst irgendwas, aber wenn man einfach nur ein Backup-Handy braucht oder ein einfaches Handy braucht, wie zum Beispiel, ich hatte es für meine Mutter bestellt, die braucht einfach nur ein Handy, wo sie erreichbar ist, wo sie jemanden anrufen kann, wo sie mal WhatsAppen kann, wo sie ins Internet mal gehen kann und irgendwas abfragen kann. Dafür ist es ideal. Die Seiten bauen sich relativ schnell auf, wie ihr seht. Es läuft auch flüssig. Ich meine, zum Spielen als Zockerhandy oder wenn man eine hochwertige Kamera braucht, ist es nichts. Aber jetzt, wenn man einfach nur ein einfaches Handy braucht, ist es ideal. Und dieses Teil kostet gerade mal 60 Euro. Und dafür ist es super. Also wir hatten es gestern zum Beispiel auch einfach mal, und dafür werde ich auch noch mal eins bestellen, als Tracker für den Hund gemacht. Weil einen 10 Monate alten Schäferhund und der hört noch nicht so hundertprozentig und ich habe immer Angst, dass er abhaut. Und haben wir das einfach in den Zipperbeutel, in so ein Täschchen, an seinem Hundegeschirr mit Klett befestigt und so hätte ich immer die Möglichkeit, den wiederzufinden, könnte sogar noch sehen, wenn ich Runtastic oder Endomondo starte, was mein Hund alles an Strecke zurücklegt, mehr als ich, weil wenn er tobt oder sonst, welche Geschwindigkeiten er hat, ist auch mal ganz interessant. Wo es auch super für ist, ist, wenn ihr zum Beispiel an den Strand geht oder so und möchtet das gute Handy nicht mitnehmen oder ihr legt es euch einfach als Navi mit Google Plus, mit Google Maps oder so ins Auto. Ja, ein billiges, super Navi. Also, ja, ich bin echt überrascht, muss ich wirklich sagen, von was ich für 60 Euro hier bekomme. Gut, die Farben sind natürlich nicht so brillant wie bei einem teuren Handy, aber der Touchscreen reagiert schnell. Ihr habt eine Gestensteuerung mit drin. Ihr könnt zwei SIM-Karten reinmachen. Also wenn ihr im Urlaub seid, könntet ihr auch eine von dem jeweiligen Land reinmachen, wenn ihr möchtet. Oder eine von der Firma und eine normale oder wie auch immer. Das haben noch nicht mal die meisten teuren Handys, einen doppelten SIM-Karten-Slot, einen Dual-Slot. Und ja, es hat mich wirklich überrascht, wie viel Qualität ich doch für 60 Euro bekomme. Und wenn ihr wirklich nur ein einfaches Handy braucht, als Reservehandy oder ja, sage ich auch mal für eure Kinder, wenn die noch jünger sind, dann will man denen ja auch kein teures Handy irgendwie mal mitgeben, wenn ihr irgendwie in einer Situation seid, wo,
wo die Kinder euch erreichen müssen oder so. Oder vielleicht sogar wirklich als Trecker für ältere Leute. Gut, sie müssen es natürlich mitnehmen. Oder als Hundetrecker oder auch einfach als Ersatzhandy. Also für die 60 Euro, finde ich, bekommt man echt relativ viel. Es sind keine Kopfhörer bei, aber ihr könnt ja per Bluetooth Kopfhörer anschließen. Android, alles, was unter Android läuft, läuft drauf. Ja, also ich war echt überrascht und finde es für den Preis ein unschlagbares Handy, muss ich wirklich sagen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.